Hallo und herzlich willkommen bei Axel Burkhardt TV und der Akademie Zukunft Mensch zu unserem nächsten Vortrag der Vortragsreihe Spirituelle Weltgeschichte. Wir haben in dem letzten Vortrag uns bewusst gemacht, zumindest ich habe es versucht bewusst zu machen, einmal sich das Bild vorzustellen und gedanklich durchzudenken, dass genauso wie es bei uns auf der Erde zugeht, im Kosmos eigentlich auch zugeht, weil wir sind ja schließlich Kinder des Universums. Warum sollten die Kinder das anders machen wie die Eltern? Wir lernen ja von den Eltern. Das heißt, es gibt eine kosmische Weltregierung, es gibt eine kosmische Geschichte und es gibt einen kosmischen Weltenplan für die Erschaffung von uns Menschen. Und da habe ich gesagt, weil wir gerade den Monat Juno haben, die Göttin der Geburt sozusagen. Wir beginnen jetzt mit diesem Weltenplan, der uns gegeben wurde. Der ist bekannt in Einweihungskreisen, in den Mysterienschulen seit Tausenden von Jahren. Das erste Mal öffentlich wurde er damals über die Theosophische Gesellschaft von Blavatsky. Also in der Theosophischen Gesellschaft wurde das erste Mal eigentlich dieser Weltenplan in der Öffentlichkeit besprochen. Und dann wurde er aber das erste Mal durch Dr. Rudolf Steiner in einer wissenschaftlichen Form dargelegt und besprochen und offenbart oder ja, wirklich beschrieben, sodass wir sagen können, heute ganz klar, dieses Wissen von Rudolf Steiner unterscheidet sich fundamental von der Beschreibung der Theosophie in der Theosophischen Gesellschaft, denn dort war am Anfang relativ viel Wahrheit drin und später dann sehr viel Unwahres, um es einfach mal einfach zu sagen. Und das kann aber jeder für sich selber nachprüfen. Man merkt es an der Darstellung, wenn man beides studiert, dass man bei dem einen einfach keinen Zugang findet. Und bei Rudolf Steiner merkt man, das entspricht unserem normalen, gesunden Menschenverstand und dem naturwissenschaftlichen Verständnis. Ist völlig im Einklang mit der Naturwissenschaft, kein Widerspruch. Und ich muss nicht irgendwelche großen anderen Theorien lernen, die ich nicht verstehen kann. Das muss man nämlich in der sogenannten Theosophie. Und deshalb können wir sie nicht als Geisteswissenschaft bezeichnen. Aber in den Ansätzen, in den Anfängen war das in der Theosophie durchaus richtig und da sind sehr viele Wahrheiten drin. Und erst durch Rudolf Steiner ist das sehr deutlich korrigiert und wissenschaftlich, geisteswissenschaftlich beschrieben worden. Also beginnen wir da sozusagen, wo es heißt am Anfang. Und das ist jetzt nicht der Anfang dieser Schöpfungsgeschichte, sondern eher beim Johannesevangelium, wo man sagen kann, am Anfang war das Wort. Also am Anfang war die Idee. Ich habe von dieser Idee gesprochen, so wie ich es jetzt als menschliches Wesen hier aus meiner Sicht wiedergeben kann. Gott hatte die Idee, eine neue Hierarchie zu schaffen, eine zehnte Hierarchie, geistige Wesen, Menschen erstmals, die wirklich geistig frei sind. Das heißt, aus innerer freier Entscheidung handeln und erschaffen dürfen, ohne Anweisung auch von ihm oder von höheren Mächten oder von höheren Wesen. Das ist das gewaltige Ziel der Menschheit. Das ist unsere Bestimmung. Und jetzt ist die Frage, woher kann denn jemand wie ein Rudolf Steiner oder auch eine Helena Blavatsky damals in der Theosophischen Gesellschaft, woher können die denn dieses Wissen nehmen? Woher können die wissen, was vor Millionen von Jahren denn war? Das ist doch völlig, völlig hirnrissig, völlig blödsinnig. Und da können wir dann wieder die Frage stellen, woher wissen denn die Paläontologen, wie so ein Saurier ausgeschaut hat? Die haben doch auch nur Knochen. Ja? Und dann sehen wir, dass schon in der modernen Paläontologie, in der Naturwissenschaft, auch in der Kriminologie, wo man von Leichen irgendwelche Würmer findet und Fliegen und aus den Würmern und Fliegen eventuell Rückschlüsse auf ganz bestimmte Zeitpunkte und vielleicht sogar vielleicht auf einen Mörder schließen kann. Das heißt, die Kriminologie und die Paläontologie sind ja diffizile Untersuchungsmethoden, wo ich von Resten, die vorhanden sind, eigentlich eine ganze Geschichte entdecken kann, die dann auch noch stimmt. Also da haben wir in der Archäologie, in der Paläontologie, auch Kriminologie ein schönes Beispiel, dass man aus dem, was heute wahrnehmbar ist, eigentlich das Geschehen dahinter entdecken kann. Ich meine, wie kämen sonst die Physiker, Astrophysiker auf die Idee des Urknalls? Die können doch heute auch schon, meinen sie zumindest, oder vielleicht stimmt es ja auch so. Sie behaupten ja, sie können 4 Milliarden oder 10 Milliarden Jahre zurückrechnen und wissen, was vor 4 Milliarden Jahren war, ein Urknall. Und dann beschreiben sie und berechnen sie noch mathematisch, was da alles geschehen ist, welche Energien freigesetzt wurden, wann welche Elemente und schwere und leichte Elemente entstanden sind. Die behaupten ja, sie können 4 Milliarden Jahre zurückschauen, Leute.
Das behaupten hier schon Astrophysiker. Wieso sollen wir uns dann wundern, wenn Dr. Rudolf Steiner kommt und sagt, entschuldige, ich kann auch zurückschauen geistig. Ich kann auch zurückschauen, weil genauso wie ihr die Geschichte des Universums physikalisch herausfinden kann, kann ich es geistig. Weil diese Wesenheiten, nämlich diese neuen Hierarchien, diese neuen Engelchöre, sind ja nicht dumm. Das sind ja Wesenheiten, lebendige, bewusste Wesenheiten, die eine eigene Identität haben. Und was machen wir denn heute schon, nachdem wir jetzt die Handys haben? Früher haben wir das auch schon gemacht, aber früher hat man das auf Palmblättern gemacht, dann auf Papyrus, dann auf Papier, dann hat man es auf Videofilmen gemacht. Heute macht man es dann hat man es auf Disketten gemacht, heute macht man es auf Chips. Ja? Also tut man heute schon auf einer Stecknadelgröße von mir aus das gesamte Werk von Goethe oder aller deutschen Dichter schon auf Stecknadelgröße dokumentieren. Und dann brauche ich nur einen entsprechenden kleinen Laser oder was auch immer. Und dann kann ich die ganze gesamte deutsche Literatur aus dem Stecknadelkopf wieder hervorholen. Das heißt, was machen wir Menschen heute? Ja? Also auf den Straßen hat dann jeder sein Handy dabei, macht Selfies. Und je mehr Selfies gemacht werden, desto mehr wird von deinem persönlichen Leben mal dokumentiert, sofern es erhalten bleibt. Das heißt, wir Menschen haben doch die Tendenz, unsere Geschichte aufzuzeichnen. Wir wollen doch unsere Geschichte bewahren. Und warum wollen wir sie bewahren? Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Wir wollen sie deshalb bewahren und deshalb hat uns Gott auch unser Gedächtnis gegeben, damit wir unsere Identität haben. Unsere Erinnerung, unser Gedächtnis macht uns aus. Und zum Glück hat uns der Herrgott oder die Hierarchien, zum Glück haben sie uns unser Gedächtnis gegeben. Denn wir können alles aus unserem Gedächtnis herausholen und wir wissen, wer wir sind. Wenn man Amnesie hat, weiß man nicht mehr, wer man ist. Das ist ein schrecklicher Zustand. Und jetzt begreift ihr, warum jedes geistige Wesen ein Interesse hat, seine eigene Geschichte aufzuzeichnen. Das ist eine Notwendigkeit für jedes Wesen. Bitte das gut verinnerlichen und verstehen. Jedes geistige Wesen kann sich nur identifizieren als ein Ich, wenn es seine Geschichte hat. Und ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, wenn wir schon als Menschen hier auf der Erde in der Materie schon auf dem Stecknadelkopf vielleicht irgendwann das gesamte Wissen der Menschheit unterbringen können, und wir sind nur Kinder des Universums, dann könnt ihr euch vorstellen, dass diese geistigen Hierarchien sehr wohl in der Lage sind, alles, was geschehen ist, geistig-materiell oder das Geistige am Materiellen auch aufzuzeichnen. Das heißt, dass es drüben in der geistigen Welt Speichermedien geben muss, die einen Ewigkeitscharakter haben, wo alles hineingeschrieben wird, was die geistigen Wesen jemals erlebt, erfahren und erinnert haben. Und ein solches kosmisches Gedächtnis muss es rein logisch geben und allen Eingeweihten ist bekannt, dass es das seit Urzeiten gibt. Und damals aus der theosophischen Gesellschaft ist dann dieser Begriff geprägt worden, aus dem alten vedischen Begriff des Akasha. Das gibt es auch schon bei den Indern, der Begriff Akasha. Die sogenannte Akasha-Chronik. Die Akasha-Chronik ist nichts anderes als der Gedächtnisspeicher der geistigen Wesenheiten. Die geistigen Hierarchien zeichnen alles auf, was aufzeichnungswert ist. Das heißt, die gesamte Evolution, soweit sie jemals geschehen ist, von unserem Sonnensystem, von anderen Sonnensystemen, von den Galaxien, vom Universum, ist, und das ist meine Überzeugung, mein Wissen, ist dokumentiert. Sie ist auf einer geistigen Ebene in der sogenannten Akasha-Substanz, dieser Äther-Substanz, gespeichert. Und dieser Speicher hat keine Verluste. Dieser Speicher ist ein Speicher, sowas wie eine Festplatte, wie eine spirituelle geistige Festplatte, wo das Wissen für alle Ewigkeit bewahrt wird. Und dort wird alles eingeschrieben, was geistigen Wert hat. Nicht was materiellen Wert hat, sondern nur das, was geistigen Wert hat. Und das nennt man Akasha-Chronik. Und auf diese Akasha-Chronik können die geistigen Wesen zugreifen. Wir werden mit der Zeit alle lernen, unsere eigene Akasha-Chronik zu lesen, sie zu kennen. Ja, nicht nur Palmblätter in Indien, wo vielleicht was eingezeichnet ist, sondern
Wir haben unser Gedächtnis für dieses Leben, auf das wir zugreifen können, aber die Erinnerung für unser vergangenes Leben oder für das Leben zwischen zwei Leben, auf die können wir jetzt mit unserem normalen Persönlichkeitsgedächtnis nicht zugreifen. Später, wenn wir uns weiterentwickeln, werden wir die Fähigkeit bekommen, wir alle, wir müssen uns nur entsprechend gesund spirituell entwickeln, werden wir irgendwann die Fähigkeit haben, unsere früheren Leben anzuschauen und uns zu erinnern. Wir können dann alles aus der Erinnerung holen, so wie wir heute dieses Leben aus der Erinnerung holen können. Das wissen wir aus der Geisteswissenschaft, das wird mehr und mehr so kommen. Und es gibt ja heute schon Millionen von Menschen auf der Welt, die solche Erlebnisse haben, die hin und wieder Einblicke in frühere Leben bekommen. Es gibt Reinkarnationstherapeuten, es gibt immer mehr auch geistig sehende Menschen, die bei anderen erkennen können, was in früheren Leben der Fall gewesen ist. Das wissen wir heute alle schon. Also das ist schon längst bewahrheitet. Und deshalb können wir gut nachvollziehen, dass es eine solche Akasha-Chronik geben muss. Die muss es geben. Und in dieser Akasha-Chronik ist eben das alles aufgezeichnet, was früher geschehen ist. Das heißt, unser jetziges Sonnensystem, dieses Manvantara, ist ja eine Manifestation. Davor war ein Ruhezustand, ein geistiger Zustand, ein Pralaya. Und davor war ein Manvantara. Das heißt, da war eine Ausatmung unseres Sonnensystems, aber in einer anderen Form wie heute. Dann kam die Verarbeitung. Das Sonnensystem, unser jetziges Sonnensystem, kam neu in einer neuen Manifestationsform. Und dieses Wissen über das Vergangene ist alles aufgezeichnet. Und was jetzt Einweihung bedeutet, was früher die Mysterienschulen gemacht haben, was bei diesen alten Rishis und Maharishis, bei den geistigen Sehern der Fall war, sie konnten diese Bilder sozusagen wie Videofilme, ja, diese Bilder aus der Akasha-Chronik empfangen. Das heißt, geistige Wesenheiten haben diese Rishis sozusagen diese Bilder überliefert. Das nannte man früher Offenbarungen. Heute ist es so, dass die Offenbarungen nur noch dann kommen, wenn man sich geisteswissenschaftlich schult. Die Zeit dieses sogenannten alten Hellsehens, wir nennen das in der Geisteswissenschaft nach Rudolf Steiner auch atavistisches Hellsehen, das alte, da wurden uns die Bilder praktisch noch nach dem Willen der geistigen Wesenheiten gegeben, wurden den Eingeweihten gegeben. Heute müssen wir das selber geistig sehen lernen. Und das nennt man heute moderne Einweihungsschulung, moderne spirituelle Schulung, wo die inneren Hellseherorgane entwickelt werden. Geistiges Auge, geistiges Ohr und so weiter. Und wenn diese inneren Organe entwickelt werden und dann auf immer höhere Ebene entwickelt werden, kann der geistige Seher, kann dann in diese Akasha-Chronik hineinschauen oder auch hineinhören und bekommt praktisch die Bilder über die Vergangenheit der Erde und damit auch sozusagen über die früheren Leben unserer Erde. Also genauer die früheren Leben unseres Sonnensystems. Und Leben heißt nicht geistiges Leben, sondern physisches Leben, Manvantara, physische Manifestation. Und jetzt war Rudolf Steiner wahrscheinlich der größte Eingeweihte und Seher bisher überhaupt. Also bis Rudolf Steiner kam, hat vielleicht noch niemand so weit schauen können, außer Johannes in der großen Johannes-Offenbarung. Aber auch in der Johannes-Offenbarung ist zwar der Weltenplan drin, aber man kann ihn nicht entschlüsseln, weil alles nur in Bildern gegeben und nicht wissenschaftlich. Erst mit der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners können wir auch die Offenbarung des Johannes entschlüsseln. Also Johannes war schon ein gewaltiger Seher, eine gewaltige Prophezeiung gegeben, aber eben anders wie Rudolf Steiner. Nach 2000 Jahren ist eine neue Form des Hellsehens da, die es in dieser Form nicht gab. Und Rudolf Steiner ist praktisch der erste gewaltige, wirklich umfassend geistig sehende Rishi. Deshalb kann man ihn auch als einen Maharishi bezeichnen, als einen großen Seher. Und deshalb war es Rudolf Steiner möglich, in diese Akasha-Chronik zu gehen, und das eben herauszufinden, was ich selber in meinem Studium der Veden, des Veda, nur in Bildern theoretisch gehabt habe, dass nämlich die alten Rishis von Manvantaras und Pralayas gesprochen haben, aber sie haben sie nicht beschrieben. Bei Rudolf Steiner nun, und das hat mich so verblüfft vor
40 Jahren oder 42 Jahren, als ich das erste Mal bei Rudolf Steiner das gelesen habe, dass da ja ein Rishi, ein moderner Rishi, ein moderner Seher war. Ich kannte bis dahin ja nur die Vedischen. Da war auf einmal ein deutscher, österreichischer Seher, der das beschrieben hat, was selbst in den alten Veden nicht zu finden ist. Deshalb steht die Anthroposophie in gewisser Weise weit über den Veden. Ja? Die Veden haben aber noch sehr viel Material, das hat Rudolf Steiner noch nicht alles beschrieben und enthüllt hat. Das wird später mal kommen durch andere Seher. Und jetzt beschreibt eben Rudolf Steiner sozusagen den Punkt, wo er sagt, da kann ich heute oder kann ein menschlicher Seher bis heute schauen. Drüber hinaus können wir nicht schauen, diese Fähigkeiten gibt es noch nicht für uns normale eingeweihte Menschen. Da können wir nicht mehr schauen und über das, was wir nicht mehr schauen können, spekulieren wir auch nicht. Und jetzt kommen wir sozusagen zu diesem Zeitpunkt der Geburt unseres Weltenplans, soweit es heute ein geistiger Seher überschauen oder hineinschauen kann. Und das ist jetzt grafisch, schematisch auf diesem Weltenplan dargestellt. Das ist ein zyklischer Weltenplan, ein Zeitplan. Und da beginnt sozusagen die Geburt. Am Anfang war, können wir jetzt sagen, am Anfang war der Saturn. Ja, da sagt Rudolf Steiner, das ist der Zeitpunkt, wo ich zurückschauen kann als geistiger Seher. Und diesen Zustand kann ich euch beschreiben und den beschreibe ich euch. Das ist praktisch der Beginn dieses Weltenzyklus, dieses Weltenplans nach dem Willen Gottes, um uns zu erschaffen. Und da habe ich an anderer Stelle auch darauf hingewiesen, dass wir Menschen ja unser ganzes Leben lang und das seit Jahrtausenden die Woche haben. Und in dieser Woche haben wir eine Reihenfolge von 7 Tagen. Und immer wieder die Empfehlung, bitte fragt die Naturwissenschaft, die Lehrer, liebe Kinder, liebe Enkelkinder, liebe Studenten, fragt die Lehrer, warum nach dem Samstag, wenn wir den mal als Beginn der Woche einfach mal definieren würden, warum kommt nach dem Samstag, dem Saturntag, der Sonntag, der Sonnentag? Und warum kommt nach dem Sonnentag der Montag? Und warum kommt nach dem Montag der Dienstag oder der Mardi, der Marstag? Und warum kommt nach dem Marstag der Mercredi, der Mittwoch, der Merkurtag? Und warum kommt danach der Donnerstag oder der Jupitertag, der Donautag? Und warum kommt zum Schluss als 7. der Freitag, der Friday, ja, der Freiertag, der Venustag? Das haben wir seit Jahrtausenden, wir haben diese Wocheneinteilung. Und keiner von uns fragt, wo kommt diese Wocheneinteilung her? Weil wenn wir die Planetenbahnen heute anschauen, dann ist ganz außen der Saturn, der Samstag, dann müsste danach der Jupiter kommen, der Donnerstag. Dann müsste der Mars kommen, der Dienstag, also hätten wir Samstag, Donnerstag, Dienstag. Dann würde der Sonntag kommen, der Sonntag. Dann würde, jetzt sagen wir, je nachdem wie man sieht, jetzt sage ich mal hier, der Venustag kommen. Heute in der Astronomie sieht man anders, das hat seinen Grund, aber wir können jetzt auch sagen, das wäre dann der Merkurtag, dann müsste der Mittwoch kommen, ich sage, dann müsste der Freitag kommen, dann kommt der Mittwoch, ja, und dann kommt der Montag. Da hätten wir ganz eine verrückte Reihenfolge. Ne? Samstag, Donnerstag, Dienstag, Sonntag, ja, und nach dem Sonntag käme dann der Freitag, und nach dem Freitag käme der Mittwoch, und nach dem Mittwoch käme der Montag. Also wenn wir schon die Woche nach Planeten einteilen wollen, dann bitte doch nach den Planeten, wie sie heute stehen. Nein, kommt keiner auf die Idee. Alle sagen Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und das in der ganzen Welt. Alle Menschen halten sich an eine planetarische Ordnung, benannt nach Planeten in einer Ordnung, die es draußen nicht gibt. Wieso, Leute? Fragt mal, warum? Klar sagt man, ja, das haben die früher halt so genannt. Nein, das haben die nicht einfach so früher genannt, sondern die Woche ist ein Rhythmus. Und zwar ein 7er Rhythmus. Kein 8er Rhythmus, kein 9er Rhythmus, kein 5er Rhythmus. Ein 7er Rhythmus. Das heißt, wir haben eine Zeiteinheit, eine 7er Zeiteinheit. Und es ist eine Zeiteinheit, ein Zeitenzyklus. Und nach der 7 kommt wieder die 1. Das nennt man ein 7er Dezimal, nee, kein Dezimal, ein 7er System. Ein 7er System, das nach der 7 wieder mit 1 anfängt. Ja, wie sind Sie drauf gekommen? Und jetzt werfen wir einen Blick
auf dem Weltenplan, wie er seit Jahrtausenden den Eingeweihten bekannt ist, da haben wir 7 Entwicklungsstufen. Und jetzt können wir sagen, das ist die kosmische Woche. Und die kosmische Woche beginnt mit dem Saturn, dem Samstag. Aha. Dann kommt der nächste kosmische Tag, aha, die Sonne, der Sonntag. Dann kommt der dritte kosmische Tag, der Mond, der Montag. Und jetzt haben wir hier etwas, was wir Erde nennen, aber diese Erdphase, diese Erdentwicklungsphase ist nach den Eingeweihten unterteilt in Mars und Merkur. Und dazwischen gibt es diesen Wendepunkt. Aha, Mars, Dienstag, Mittwoch, dann kommt der Donnerstag der Jupiter und dann Freitag die Venus. Unsere Woche, liebe Freunde, liebe Zuschauer, unsere Woche ist benannt nach dem kosmischen, göttlichen Weltenplan. Und wir leben alle, unser ganzes Leben lang, nach diesem Weltenplan und keiner sagt es uns. Weil es keiner weiß, aber wir leben es schon seit Jahrtausenden. Und warum leben wir das? Weil die Eingeweihten, ja, weil die Eingeweihten den Plan kennen und wissen, dass der 7. Zyklus der Woche diesen 7 Qualitäten entspricht. Deshalb haben die Wochentage diesen Namen. Und die Planeten, wie sie heute draußen stehen, das ist keine zeitliche Struktur, sondern eine räumliche Struktur. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir eben 7 Planeten haben, die einmal zeitlich auftreten und einmal räumlich. Und das sind 2 ganz verschiedene Strukturen. 2 ganz verschiedene Strukturen. Und deshalb sehen wir, dass dieser Weltenplan aufgebaut ist nach Zeitzyklen. Kommt uns bekannt vor. Denn wir haben ja, wenn wir unsere Zeitrechnung, unsere normale Zeitrechnung nehmen, das Jahr. Das ist die erste oberste Ebene. Dann ist das Jahr jetzt interessanterweise nicht in 7, sondern in 12 Monate unterteilt. Ne? Also ein Zyklus ist sozusagen, wenn ich jetzt sage, 300 Jahre von mir aus, ja, jedes Jahr ist unterteilt in 12 Monate. Das heißt, ich habe einen zweiten Zyklus, der ist 12-fach strukturiert. Dann haben wir bei diesen 12 Monaten jeweils 4 Wochen. Das heißt, wir haben einen dritten Zyklus mit jeweils 4er. Das wäre ein 4er-Rhythmus drunter. Dann haben wir der nächste Zyklus, jede Woche hat 7 Tage. Dann hätten wir darunter einen 7er-Zyklus. Ja? Also für ein Jahr hätten wir einen 12er-Zyklus, dann einen 4er-Zyklus, dann einen 7er-Zyklus. Jeder Tag nun von den 7 hat 24 Stunden. Die nächste Frage an die Lehrer, warum ist der Tag in 24 Stunden eingeteilt und nicht in 12 oder 16 oder 20. Hat auch seinen spirituellen Grund. Also wir haben 24 Stunden. Jahr, Monat, Woche, Tag, Stunde. Dann haben wir schon 5 Zeitzyklen. Die sind jetzt jeweils sehr unterschiedlich. Und genau dasselbe ist beim Weltenplan der Fall. Das ist ein strukturierter Zeitzyklus. Ja? Und so wie jedes ja, wenn es strukturiert ist, jeder Monat seine eigene Qualität hat. Deshalb heißt der Juni ja, ist ja nach der Juno benannt. Ja? Jeder Monat hat seine geistige Qualität, wo immer was Spezielles passiert. Weil der Bauer sät im Märzen, also im Frühjahr und nicht im Herbst. Und im Herbst erntet er. Das heißt, jeder Monat hat seine Zeit- und Entwicklungsqualität. Pflanzen wachsen nach entsprechenden Zeitrhythmen. Dann haben wir die Wochen. Die Woche hat wiederum jedes Mal eine eigene Qualität und dann haben wir in einer Woche die 7 Tage und jeder Tag hat seine eigene Qualität. Ja, bei den Mayas geht es ja so weit, dass man jeden Tag in der Qualität anschaut. Und dann haben wir die 24 Stunden. Jetzt lassen wir die Minuten weg, es reicht uns bis zum 24 Stunden. Dann haben wir ein Zeitgerüst, einen Zeitplan, wo wir zum Schluss eine Stunde haben an einem bestimmten Tag, in einer bestimmten Woche, in einem bestimmten Monat, in einem bestimmten Jahr. Und das ist ein Zeitplan in 5 Stufen. Das ist ein Zeitplan für ein Jahr. Und jetzt schauen wir das an, übertragen auf den Weltenplan. Genau so ist der Weltenplan strukturiert. Es gibt einen obersten Zyklus. Ja? Und dieser Zyklus ist aber in 7 Stufen, das geht immer 7-stufig,
in 7 Phasen eingeteilt. Und dann haben wir in jedem dieser 7 Zyklen wiederum 7 Unterzyklen. Das werden wir mit der Zeit noch kennenlernen. Das ist die zweite Zeitebene. Dann haben wir schon 7 mal 7. Das heißt, wir haben 49. Ja? Hier oben haben wir 7. Und hier haben wir 49. Und so geht es weiter. 7 mal 49, ne? Das wären 350. Und 7 weniger macht 343. Das heißt, auf der dritten Stufe, so wenn wir für jedes Jahr 12, für 7 Jahre sind 7 mal 12, wären dann 84 Monate mal 4 Wochen und so weiter. So sehen wir, dass es insgesamt hier zunächst 5 Zeitzyklen gibt in diesem Weltenplan. Und jedes Mal haben wir 7 Unterstufen. Und so ist dieser Weltenplan strukturiert, dass wir das noch einmal sehen hier. Genauso wie im Prinzip unsere Zeitrechnung, wobei unsere Zeitrechnung eben nicht in dieser 7er-Rechnung geht, sondern nur mit der Woche. Und wenn wir das jetzt anschauen, dann sehen wir, dass der oberste Zyklus aus diesen 7 sogenannten planetarischen Phasen besteht. Planetarische Phasen heißt, wir sehen, sie sind nach dem Planeten benannt, beziehungsweise für euch zur Information, nicht diese Phasen, diese Entwicklungsphasen sind nach dem Planeten benannt, sondern wenn wir die Frage stellen, woher haben denn die Planeten ihre Namen? Dann müssen wir sagen, aus der eingeweihten Lehre, weil man diese Entwicklungsphasen so nennt und weil die heutigen Planetensphären, wie sie da sind, mit diesen Entwicklungsphasen in einer gewissen Beziehung stehen. Deshalb nennt man diesen äußersten Planeten den Saturn. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Das hängt etwas zusammen mit dieser Saturnqualität, aber da können wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Wichtig ist für uns, die Planeten sind benannt nach spirituellem Wissen. Die 7 Tage sind eingeteilt nach spirituellen Gesetzmäßigkeiten, nach spirituellem Wissen. Die 24-Stunden-Einteilung 2 mal 12, dann sieht man schon, warum hat der Tierkreis 12 Zeichen. Ja, die 12 ist nach geistigen Gesetzmäßigkeiten benannt. Der Tierkreis ist nicht so, dass er da draußen an den Sternen zu sehen ist, sondern es ist eine spirituelle Einteilung aufgrund von 12 spirituellen Kräften. Und wenn man die mal 2 nimmt, ist man bei 24, ist eine Bedeutung. Das heißt, alles, womit wir eigentlich in unserer Gegenwart seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrtausenden leben, hat alles seinen Hintergrund aus spirituellem Einweihungswissen. Das muss uns bewusst sein. Wir leben den ganzen Alltag immer mit spirituellem Wissen, ohne dass es uns bewusst wird. Was in unserem jetzigen arimanischen, materialistischen Zeitalter passiert ist, ich habe immer darüber gesprochen, es ist eine Notwendigkeit, das gehört dazu, dass man das spirituelle Wissen völlig vergessen hat. Man leugnet es sogar, man findet deshalb keine Erklärung, warum diese Woche so eingeteilt ist und sagt, naja, aber mit Geistigem hat das bestimmt nichts zu tun, das haben die Menschen halt so gemacht. Das ist ein Pappalapapp. Also kein wirklich wissenschaftlicher Mensch würde sich damit zufrieden geben. Ich sage das so selten, aber das ist wirklich Pappalapapp. Weil wir wissen heute, dass hinter allem materiellen geistige Gesetzmäßigkeiten wirken, da gibt es gar keinen Zweifel mehr dran. Und wenn man sich dem unbefangen öffnet, dann begreift man, dass unser gesamtes Leben schon längst spirituell durchdrungen ist seit Jahrtausenden. Ich meine, gehen wir in die katholische Kirche und schauen die Messe an und alle sakralen Rituale, die da sind, das ist alles aus allerhöchstem spirituellen Wissen. Dass es heute nur noch Dogma ist, ist eine andere Geschichte. Es erstarrt alles, es wird alles alt und muss erneuert werden und muss zerbrechen, aber der Ursprung ist hochspirituell. Ja, die Hierarchie der katholischen Kirche ganz bewusst der Hierarchie der geistigen Welt entlehnt. Das ist, wir wissen, tagtäglich haben wir spirituelle Gesetzmäßigkeit im Außen und sie sind im Innen und die Geisteswissenschaft hilft uns jetzt, das zu durchschauen. Und so sehen wir, dass wir jetzt lernen können, aha, der Weltenplan ist ein Zeitzyklusplan, der immer in 7 Stufen abläuft. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass jeder dieser Zyklen eine ganz bestimmte Evolutionsstufe ist. Das, was wir hier haben, ist ein Evolutionsplan,
ein Entwicklungsplan, das ist der Plan für die spirituelle Revolution. Und wenn wir jetzt an unsere Begrünung der Wüste denken aus dem letzten Vortrag, ja, dann gehen wir hin und machen einen räumlichen Plan. Wie soll einmal die begrünte Wüste ausschauen und was soll dort alles geschehen? Aber um dahin zu kommen, muss ich einen Entwicklungsplan machen. Ich muss forschen, dann entwickeln und dann sehen wir, wie diese Wüste langsam begrünt wird in immer mehr systematischen Schritten und zwar auch nach einem ökologischen Entwicklungsplan, weil man die ökologischen Gesetze kennt. Dann fängt man an, Stück für Stück die Wasserleitungen zu legen, die Wasserversorgung, die Energieversorgung zu schaffen und dann die Häuser drumherum zu bauen. Das ist alles ein Entwicklungsplan. Dafür brauche ich einen detaillierten Projektplan. Und dieser detaillierte Projektplan ist immer ein zeitlicher Plan. Und in jeder Entwicklungsstufe, das weiß jeder gute Projektmanager, wird eine neue Phase entwickelt. In jedem Zeitabschnitt kommt die nächste Projektentwicklung. Nichts anderes ist der Weltenplan. Und das Interessante ist auch, wenn ich jetzt heute hingehe und sage, okay, wie fangen wir diesen Plan an? Wo muss ich anfangen? Ja, beim Ziel. Ich muss das Bild des Endzustandes haben. Jeder Projektplan definiert erst den Endzustand und rechnet dann sukzessive zurück, was muss ich zeitlich tun, wenn ich heute anfange. Das ist ein guter Projektplan. Also es gibt hin und wieder, was selten vorkommt in Deutschland, warum das gerade in Berlin passiert, aus welchen Gründen, da rätseln alle Verschwörungstheoretiker drüber, dass ausgerechnet der neue Flughafen in Berlin irgendwie diesen evolutionären Planungsgesetzfähigkeiten der Deutschen nun überhaupt nicht genügt. Dass sonst, wenn man hier etwas perfekt plant und es wunderbar funktioniert, die Schweizer können es noch besser, dass das in Berlin irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Das ist schon so, dass viele dran rätseln, wieso eigentlich, was ist da los? Gibt es Intrigen, ist es eine Dummheit, ist es Unfähigkeit, geht es um ganz was anderes? Keiner weiß es. Ist jetzt auch nicht wichtig, nur ein solcher Projektplan wie der Berliner Flughafen ist genau das Gegenteil von einem guten Projektplan, eindeutig. Was immer der Grund ist. Aber wichtig ist für uns, auch weil da gibt es spirituelle Übungen dazu, es beginnt immer beim Endziel. Ich muss klar wissen, genau wissen, diese begrünte Wüste mit den Städten muss am Reißbrett praktisch stehen. Und dann rechne ich zurück und sage, ja, wenn ich von dem Zustand beginne, wie viele Jahre, Jahrzehnte davor muss ich zurückgehen und jetzt bin ich heute im Jahr 2019, wo muss ich heute beginnen? Und dann ist der Projektplan aber fertig, aber beginnen tut ein Projektplan immer in der Zukunft, Leute, in der geistigen Zukunft. Das heißt, die Zukunft bestimmt permanent, was in der Gegenwart geschieht. Wir haben bei uns eine Entwicklungs- und Evolutionslehre, die darwinistische Evolutionslehre. Und diese ist einseitig, weil was in diesem materialistischen Zeitalter passiert ist, was ich gerade gesagt habe, ist, dass alles spirituelles Wissen verloren gegangen ist. Man hat sich nur noch auf die Materie konzentriert und hat alles vermaterialisiert. Ja, die geistigen Gesetze sind Naturgesetze geworden, die Götter sind zu Maschinen geworden, die Götter gibt es nicht mehr. Ja, alles ist vermaterialisiert worden. Die, was früher geistige Wesen waren, sind heute Außerirdische, die mit Raumschiffen kommen. Also überall wird alles nur vermaterialisiert und das Geistige verschwindet. Deshalb haben wir nach Charles Darwin nur eine Evolutionslehre, die in die Vergangenheit geht, die nur schaut, was hat sich entwickelt. Aber kein Darwinist kann sagen, warum es sich entwickelt hat. Er kann nur sagen, ja, da gab es genetische Mutationen und dann das Selektionsprinzip, da ist es halt raus geworden. Aber warum es so geworden ist, kann kein Darwinist sagen, kein Evolutionstheoretiker, weil er keine Idee hat, die dahinter steht. Aber hinter der gesamten materiellen Evolution steckt ein Plan. Und die moderne Evolutionslehre kennt den Plan nicht, deshalb kann sie nicht sagen, über den Plan, weil sie den sogar negiert. Er sagt, es gibt ja keine geistigen Wesen, die da vielleicht einen Plan haben können. Also Götter, die einen Plan haben, Engel, also da habe ich keinen Plan dafür. Also bitte, bleib mir mit diesem Hokuspokus vom Leib. Also ein Auto und einen intelligenten Computer, den kann schon ein intelligentes Wesen bauen. Aber ein kosmisches Sonnensystem, also das ist ja nicht per Intelligenz entstanden, weil da müsste es ja intelligente Wesen geben. Das ist schon durch einen Zufall entstanden. Also
Da bleiben wir schon mal auf dem Boden. Gott, Zufall macht es schon, aber nicht irgendwelche bewussten Wesen. Das ist einfach zufällig entstanden. Ja? Das ist eine diese kindliche, naive Vorstellung des heutigen Materialismus. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten 5 bis 500 Jahren erledigt. Also ich wünsche mir lieber, dass es in 5 Jahren geschieht. Wahrscheinlich wird es 50 Jahre dauern. Aber wenn wir es in 5 Jahren schaffen würden, hätten wir so und so schon den Weltfrieden. Dadurch, dass wir nur die Materie anerkennen, schaffen wir ja alle Probleme. Also, der Weltenplan geht immer von der Idee aus. Die Begrünung einer Wüste geht nicht ohne Plan, ohne Idee eines Bauherrn. Und wenn jetzt jemand nicht wüsste, dass Menschen so eine Wüste begrünen, würden da zuschauen, wie so eins nach dem anderen entstehen und würden sagen, ah, da hat wieder ein Zufall gewirkt und da eine Mutation. Und man würde die Menschen nicht wahrnehmen, dass da intelligente Wesen etwas planen und durchführen. Und so ist es mit dem Kosmos, mit der Erde, mit neuen Arten in der Biologie. Arten schwund, Arten kommen, das ist schon sehr oft passiert. Immer wieder erschaffen geistige Wesen neue Arten, wenn die anderen zu Ende gehen. Das ist auch so ein Aspekt. Hinter allem steckt spirituelle Kraft, spiritueller Plan. Und jetzt haben wir das erste Mal mit der Geisteswissenschaft eine spirituelle Evolutionslehre. Und die wunderbar, die keinerlei Konflikt hat zum Darwinismus. Sie hat keinen Konflikt mit der modernen Evolutionslehre, weil die moderne Evolutionslehre nur die äußeren Wirkungen beschreibt. Und da ist sie ja völlig in Ordnung. Das stimmt ja. Nur in der Evolutionstheorie heute will man aus diesen Wirkungen auf Ursachen zurückschließen, die es gar nicht gibt. Also den Zufall gibt es nicht in dem Sinn. Hinter allem, was an Wirkung ist, steckt geistige Ursache, stecken Wesenheiten. Und mit der Geisteswissenschaft sehen wir dann, aha, jetzt wissen wir, warum die Erde sich so entwickelt hat. Das geht schon sehr, sehr weit. Es gibt eine sehr tiefgehende spirituelle Evolutionslehre. Und das ist die Geheimwissenschaft oder Geisteswissenschaft von Rudolf Steiner. Sehr detailliert zum Teil beschrieben. Auch die äußere, die materielle Evolution, die Entwicklung des Menschen. Das heißt, wenn wir einmal erkannt haben, dass hinter allem ein Plan stehen muss und dass ein Plan immer vom Ziel ausgeht, müssen wir erstmal schauen, was ist das Ziel. Und da seht ihr schon, hier beginnt es mit dem Ursprung, aber das Ziel ist dieser Zustand, den man dann in der Geisteswissenschaft mit diesem merkwürdigen Namen Vulkan beschreibt. Und davon geht dieser göttliche Plan aus. Der göttliche Plan weiß ganz genau, wo er uns hinführen will, wo wir einmal landen sollen, wir als Menschen. Das ist heute schon bestimmt, was wir einmal werden sollen. Und dann geht es zurück und dann heißt es, der Plan muss jetzt hier beginnen. Und das ist eben das, wo Rudolf Steiner sagt, der Weltenplan des Menschen beginnt mit dem sogenannten alten Saturn. Da beginnt die ganze Evolution dessen, was wir heute sind. Und wir stehen heute in dieser vierten großen Entwicklungsstufe, in der großen, diesem großen Manvantara. Und ihr seht, dass hier innen drin, diese kleineren Kreise, diese 7, das ist diese zweite Ebene. Dann in der 7 wieder 7, das ist die dritte Ebene. Und was jetzt hier nicht mehr eingezeichnet ist, das sieht man dann hier dagegen. Ja, hier hat man diese 5 Ebenen, da gibt es 2 weitere Unterzyklen. Und der unterste Zyklus sozusagen, hier ganz unten auf der 5. Ebene, das ist das, was wir heute als die platonischen Weltenmonate bezeichnen. Manchmal werden sie auch in der normalen Umgangssprache Zeitalter benannt, aber es sind eigentlich die platonischen Weltenmonate. Heute in der Geisteswissenschaft nennen wir sie Kulturepochen. Und diese Kulturepochen dauern eben nach dem sogenannten Präzessionszyklus der Erde 2160 Jahre. Und davon gibt es 7, und nach diesen 7, also etwa 1400, fast 1500 Jahre, 1470 Jahre, geht ein solcher Zyklus zu Ende. Und diesen Zyklus von 7 Kulturepochen nennen wir ein Zeitalter. Und deshalb haben wir da eine Verwirrung der Begriffe, denn wir reden heute vom Wassermann oder Fische-Zeitalter. Wenn wir da den Begriff Zeitalter verwenden, meinen wir die sogenannten Kulturepochen. Bei den Theosophen hieß dieser 5. Zyklus noch Unterrassezyklus. Und da gibt es eine gewisse Abwehr in der Geisteswissenschaft, weil wir aus geistigen Erkenntnissen heraus wissen, dass die Zeitalter der Rassen vorbei sind. Der Begriff greift nicht mehr. Wir können nur noch von Kulturepochen der ganzen Menschheit reden.
Und da sind wir derzeit in der fünften in diesem Zeitalter. Und das ist das Fische-Zeitalter. Also das ist wichtig zu wissen, dass in diesem fünften Zyklus, hier ist der vierte, und da sehen wir im großen Zeitalter darüber, da werden wir dann in Zukunft drauf eingehen, hier sehen wir den Namen Atlantis. Ihr seht schon, da habe ich etwas zuerst auf die falsche Ebene geschrieben, aber ich habe es mal stehen lassen, ich habe es nicht korrigiert. Das ist sozusagen das Zeitalter von Atlantis, das ist vorbei. Und dieser Punkt hier, als dieses Zeitalter zu Ende ging, das ist die Sintflut. Das ist das, wovon alle Kulturen berichten. Die große Flut, das war der Untergang des letzten Zeitalters. Das war auch das Ende der letzten Zeit, der letzten Eiszeit, ungefähr 10.000, 9.000 vor Christus. Also ungefähr um 9.000 vor Christus haben wir diesen Punkt der Wende vom sogenannten atlantischen Zeitalter zum nachatlantischen Zeitalter. Und da sind wir heute drin, das dauert 2160 Jahre. Ja, das geht ungefähr um 7.000 bis um 7.000 nach Christus. So, und in dieses Zeitalter ist es wieder in diese sieben Kulturepochen unterteilt. Und da sind wir eben in der fünften. Und diese fünfte nennt man das germanische Zeitalter, auch das arische. Und dass gewisse Gruppierungen germanisch und arisch gleichgesetzt haben, ist leider ein großer Missgriff in der Geschichte. Man hat spirituelles Wissen missbraucht. Das Zeitalter davor ist das griechisch-römische, wo die Griechen und die Römer die Welt befruchtet haben. Und ich will es damit jetzt mal für heute belassen, dass wir jetzt sehen, wo wir in dem Weltenplan stehen. Wir stehen hier sozusagen in der 4, 4, 4, 5, 5. Das ist die kosmische Zeitrechnung. Ja, wenn wir das jetzt wie 1971 rechnen würden, dann wären wir im Jahr 44.455, wenn wir sozusagen das als Jahre bezeichnen würden. Ne? Aber wir sind in der Zeit 4, 4, 4, 5, 5, und damit ist genau festgelegt, wo wir zurzeit in der Evolution, in der geistigen Evolution, in der geistigen Weltgeschichte stehen. Und ich werde auch bei Gelegenheit einmal über dieses Fischezeitalter und diese große Illusion des Wassermannzeitalters, das ja seit den 70er Jahren, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, letzten Jahrtausend kursiert und kursiert ist, werde ich nochmal extra etwas dazu sagen, weil das ist eine große, man kann heute wirklich sagen, ich behaupte heute eine große bewusste geistige Manipulation, um uns in die Irre zu führen. Also das werden wir in einem extra Thema machen. Also wenn wir hier stehen haben, die Germanen, dann nur der Hinweis zum Schluss, das sind nicht the Germans. Also das Wort the Germans ist falsch für die Deutschen. Wir sind nicht the Germans. Wir sind the Deutschen. Wir sind the Deutschen. Es gibt kein englisches Wort für die Deutschen. Die Italiener sagen die Tedeschi, ja, das passt. Jetzt könnte man sagen, die Tetonen, nein, das ist es nicht. Wir sind die Deutschen. Die Deutschen sind die deutschen Germanen. Und die Engländer, liebe Engländer, you are the Germans. You are the Germans, you are the Angel and the Saxon. Das sind Germanen. Die Nordfriesischen, die nordischen Germanen, die nach England gegangen sind, das sind Germanen. Das heißt, die Engländer sind genauso Germanen wie die Deutschen. Und deshalb ist auch in dem Wort The Germans eine riesengroße Manipulation drin. Wir sind nicht Germany. Das ist falsch. Wenn, dann sind wir das deutsche Land, ja? Das Land der Deutschen. Aber das, bitte die Vorträge von mir über die Deutschen und Deutschland, deutscher Geist anschauen. Die Deutschen sind kein politisches Land. Die Deutschen sind kein politisches Volk. Die Deutschen sind kein politischer Stamm. Deutsch ist kein politischer Begriff. Deutsch sind die germanischen Stämme, die Deutsch sprechen. Das sind die Deutschen. Und es hat nichts mit einem politischen Staat Deutschland zu tun. Und deshalb sind die Engländer genauso Germanen wie wir. Und die Österreicher und die Schweizer. Es sind alles Germanen. Und jetzt, das Zeitalter, das wir jetzt haben, und zwar exakt seit dem Jahr 1413, ist das germanische Zeitalter.
Was das bedeutet, werden wir dann im nächsten Vortrag uns anschauen und anhören. Und bis dahin, liebe Menschen und liebe Italiener und liebe Polen und liebe sonstigen Menschen und die Deutschen und die Germanen und die Österreicher und die Norweger, wir sind alles Menschen und wir wissen jetzt, aha, die Germanen spielen eine spezielle Rolle in dieser Zeitepoche und wir werden dann eben dann am 26. Juni werden wir den nächsten Vortrag dazu machen und werden mal einen dritten Teil uns weiter anschauen zu dieser spirituellen Weltgeschichte. Bis dahin viel Freude und beim geistigen Verdauen, euer Axel Burkert.